Kann Hi. ich jemand hören? Klar, hören wir Ja. dich, kleiner Mann. Wie geht's denn dir? Oh, ein Mädchen, hallo. Ja, Oh, hi. wie alt bist denn du, Mädchen? 19. Was? Ich bin 18. Herzlichen Glückwunsch. Das passt Wo doch landen eigentlich wir? voll. Sollen Absolut. wir landen? Ey, Das ich ist. rede gerade mit einem Mädchen. Was? Suchst du bitte aus? Alter, was geht denn hier ab? Ah, schön ruhig. Bei wem Mädchen? schreit gerade ein Kind rum? Ja, ich könnte dich ein bisschen lauter stellen, prima Memene. Prima René. Ich. Ja. Besser? Besser. Ey, Mädchen? Okay, ja. Woher kommst du? Ich wohne in Hessen. Oh, okay. Ja, ich wohne da auch. Vielleicht. Hast du mal Bock zu Hä? treffen? Ja, keine Ahnung. Hättest du mal Bock, was zu machen mit mir? So ein bisschen chillen, oder? Ich hab gesagt, ich weiß, wie das läuft. Netflix und chill, ja. Lass mich raten, du bist nicht über 18. Ich bin 19 und werde dieses Jahr noch 20. Ah, Alter, wer schreit korrekt. denn da so? Keine Ahnung. Ist es bei dir, Mädchen? Nein, ich bin alleine zu Hause. Echt, weil wenn ich dich stumm mache, höre ich das Kind irgendwie gar nicht mehr. Wie der ganze Zeit sagt, ist das bei dir, Mädchen? Fragst du doch nicht, wie Achso, heißt. wie heißt du, Du, Frau? das. Keine Ahnung, nenn mich, wie du willst, ich höre auf alles. Hast du gerade Bruder gesagt? Ich habe Frau gesagt. Nein. Nein, ich meine, nein, nein. Warte, warte, ich schicke ihn auch. Bruder, 12? 13? Was ist das für eine komische Lobby? Ich dachte, ich bin schon komisch. Aber das ist ja übelst komisch hier. Hey, ich bin jetzt komisch, oha, ja. Das hab ich gemacht, ja. Nicht du, so der kleine Junge und. Ja. Junge, ich bin nicht kein, ich bin schon 9. Alter, Ja, der hackt ich doch, Mann. Ich muss meine Einstellung wieder ändern. Okay, bist du so eine, die gerne so was Festes sucht oder eher so mal keiner. schauen? Hey, Wolfgang. Also, wenn wir uns jetzt mal ehrlich sehen, ich bin in einer Beziehung, die am Zusammenbrechen ist. Warte, ich muss den Kotz stumm machen, weil der schreit hier rum, während wir uns unterhalten. So, jetzt, du bist in einer Beziehung? Ja, die am kaputt gehen ist. Oh. Also. Also, welche Beziehung geht hier kaputt gerade? Ja, meine. Warum? Behandelt der Typ dich nicht gut? Ah, nee, der vergewaltigt mich eher. Wie meinst du das? Also, ich muss fragen, von dem, ich kam, ist Mädchen, ich sag einfach jetzt, kam, wie soll ich die nennen? Egal. Oder wie? Ja, auch wenn ich schlafe, geht er an mich ran und mich einfach. Ey, ey, bitte nicht das Ja, F-Wort. okay, perfekt, Digga. Und Hä? er war Was Tutor, ist das für einer? Oh Mann. Sag mal ganz ehrlich, hast du schon überlegt, Schluss zu machen? Alter! Ja, Ich schon block diesen Jungen mehrfach. jetzt. Aber du Hilf! liebst ihn noch und willst ihn verlassen. Ich liebe ihn nicht. Dann mach Schluss. Ja, ich wohne mit ihm zusammen. Das geht nicht so einfach. Scheiße! Ja, wenn das stimmt, ist das echt scheiße. Stimmt das jetzt wirklich, was du gesagt hast? Ja, natürlich. Ja, Ich habe wieso? keinen Ja, Grund, sag mir das ehrlich, ist der vom anzulegen. Und wie alt ist Psychische der? Krise, hat Er er ist gesagt. 3 Jahre jünger als ich. Ich bin ein Mensch, ne? Wenn ich draußen bin und sehe Jungs, wenn irgendein Mädchen anfasst, ich kenne das Mädchen nicht, aber Gott, ich gehe da einfach hin und helfe das Mädchen. Ja, normal, Digga, Alter. ey. Ja, das Ding ist halt, ich bin hier alleine. Meine Eltern sind 500 Kilometer von mir entfernt. Das heißt, ich bin auf mich gestellt, beziehungsweise von meinen Eltern kam noch nie Hilfe. Wenn ich ausziehen möchte, brauche ich erstmal Geld und ich bin Schülerin. Ich kann nicht einfach so weg. Mal zum Thema mit einfach anpassen, obwohl man es nicht will. Ich gebe dir einen ganz ehrlichen Tipp: Wenn du es nicht willst, sag ihm das. Und wenn er irgendwie Ja, Faxen du, macht, hab ich. Seine Eltern wissen das auch. Sie haben es ihm auch schon gesagt, dass das nicht dann okay hat er halt ist. irgendwie ein Problem mit. Ne? Ich weiß jetzt nicht, wie das Mädchen heißt, aber wo ist dein Freund gerade? In der Schule, aber er macht gerade, also er ist einmal sitzen geblieben, deshalb muss er ja länger machen. Und dürfte ich fragen, wenn es nicht privat ist, wer zahlt die Wohnung? Ich? Also könntest du ihn doch anzeigen und in der Wohnung weiterleben und die Wohnung zahlen, oder nicht? Aber Problem ist. Theoretisch schon, aber ich hasse es, Zeit mit Menschen zu verbringen. Ich meine, ich muss die ja dann trotzdem jeden Tag wieder sehen. Das Ding Also, ist, willst du seine Eltern lieber. wohnen eine Etage über mir. Der eine redet die ganze Zeit, der redet, der redet, der hört nicht auf. Cool, ich mache jetzt wieder laut, der redet. Hatte der Ding. Hallo, Was ich Ding? wollte nicht da drauf. Ich kann es nicht ab, mit Menschen dann zusammen zu sein, zusammen zu leben im Prinzip noch, beziehungsweise denen ständig zu begegnen, wenn ich mich mit denen verkracht habe. Und das ist der Fall. Ich würde seine Familie und ihn jeden Tag immer wieder sehen. Und du möchtest wieder nach Sachsen ziehen, oder wie? Ja. Aber dann kannst du ihn doch anzeigen und dann nach Sachsen ziehen, oder nicht? Ja, Umzug kostet Geld. Ist das nicht abfuckt? So, ist, guck mal, das Problem bei mir ist, ich hab 19, aber ich sehe aus wie 15, 14. Vom Also. Aussehen her. Ich hab Babyface, aber ich habe auch Bart, wenn ich will, aber ich mach mal ab, aber ich hab trotzdem Babyface. Das fuckt mich voll ab. Das macht gar keinen Sinn, was sie sagen, meinte er. Ja, nicht so frech werden, ist so, ich bin nicht frech, sag meine Meinung. Macht gar keinen Sinn, was sie hier reden.
Welcher 17-Jährige fährt allein Auto? Ist verboten? Ah, bin ich auch gefahren, bin ich ehrlich. Ne? Bin ich von der Kaufland gefahren ohne Eltern. Hab ich keinen Bock, meine Eltern abends um 20:30 Uhr. Kann er euch anziehen? Ich möchte bitte nach Kaufland. Voll unnötig. Ja. Nein, ich vergehe zu Fuß. Ich so, ja, ich laufe jetzt 4 Kilometer um 20 Uhr zu Fuß. Weil so, für mich ist das Ding mit der Charakter stimmt und die Person vom Herr zu mir passt dann okay, aber du gehst nicht im Aussehen. Guck mal, klar, immer gibt es ein kleines Stück, das Aussehen, ein kleines Stück, okay. Aber jetzt nicht so 100% aussehen, mich juckt auch nicht, großer Arsch, große Titten, mich juckt was gar nicht. Aber sie hat gesagt, ich weiß, wir wissen nicht, wie sie aussieht. Also da muss man jetzt wissen, wie sie aussieht. Da muss man jetzt mal Instagram flattern, ne? Hast du dann WhatsApp? Ja, hab ich. Möchtest meine Nummer haben? Ja, ich kann auch meine Nummer reinschreiben, wenn du willst, in den Chat. Ja, bitte nicht hier laut sagen. Bitte schreib die Nummer irgendwo privat. Ich kann auch laut sagen, hast du nein, auch meine Nummer. Mir ist eigentlich relativ egal. Bitte nicht die Nummer sagen. Er redet und redet und redet und redet. Ich sage, ich möchte jetzt gerne wissen, wie du heißt. Ist Max so dein Typ? Wir kennen uns hier gefühlt seit 3 Sekunden. Wieso sollte ich das jetzt schon sagen? Hä? Ja, ne? Achso, hey Max, oder? Komisch, hey, oder? Aber machst du genau, die ganze Zeit an? Wer macht wen an? Du. Hä? Ich mach dir an. Also kommt mir nur so vor. Tut mir leid. Ich versuche nur eine Sympathie aufzubauen mit der Person. Aber ist ja nicht schlimm. Ja, okay. Kenn ich schon. Ja. Alles gut. 24-7, aber alles gut. Oha. Hier, ich bin bei dir. Das war geplant. Lass mal. Ja, unten Nummer eingeschickt. Oh, nicht Nummer einschicken unten, bitte nicht. Hier, meine Nummer, bist du bereit? Warte. 017. Oha, coole Nummer, die merke ich mir. 801. Ich habe Video von mir geschickt. Wie Video? Hast du ein Video geschickt? Ja, nur ein Video von mir. Was hat er dir für ein Video geschickt? Keine Ahnung, hab da noch nicht nachgeschaut. Und die Schlange in mir ist auch ganz toll. Ja, die finde ich auch ganz toll. Ja, mein Haus, die ist auch ganz friedlich. Ja, chillt immer in deiner Hose, ne? Ja, ja, immer ganz nett. Hat aber gestern wehgetan, weil mein Vater mir die Tüke in die Eier getreten hat, aus Versehen. Da lag ich auf dem Boden. Hinter dir ist sympathisch. Er findet dich übelst nett. Hey, ja, da ist doch nicht der Einzige. Oh, okay, bist du eingebildet? Ja, das kann man ja immer machen. Ich bin nicht eingebildet, ich meine das total ernst. Also, so oft wie ich schon gesehen habe, den Typen, die mir. Du meinst Schlangen? Ich habe auch schon mal Jungs geedet. Und haben mir Schwanz geschickt, dachten, ich wäre ein Mädchen. So, Junge, mein Name ist Max. Na, weißt du, ich hatte schon mal von allen Familien. Hört auf, das ist eklig. Familie, hat mich jemand angeschrieben, hat halt so sich gut mit mir verstanden, hat seine Schlange geschickt. Ja, danke. Dann irgendwann kam sein Bruder dazu, sie auch total verstanden mit mir, dann ebenfalls die Schlange geschickt und dann kommt noch der Onkel von den beiden dazu. Ja, was denn jetzt? Achso, ey, ich wollte sagen, ich mach TikTok. Ich heiße da Stiller Junge. Ja, Stiller Junge. Dann ist es für euch in Ordnung, oder? Ja, das ist gut. Ja, möchtest du dein Instagram sagen? MAAYYX.